Das Video habe ich ein bisschen vor mir hingeschoben, weil ich da echt ein bisschen keinen Bock drauf hatte und weil ich lange überlegt habe, wie ich das aufbauen könnte. Und habe mich dann einfach dazu entschieden, mich einfach vor die Kamera stumpf zu setzen und das zu erzählen. Und zwar, wie viele von euch vielleicht schon mitbekommen haben, musste ich mein Gametag ändern. Mein Gametag musste ich ändern, weil ich Mitte letzten Jahres, nee, Mitte diesen Jahres, 2019, wurde mir mein Account gehackt auf Twitch. Der Flimpi und somit habe ich fast ein Jahr lang probiert, meinen Account wieder zu bekommen. Twitch hat sich leider gar nicht gemeldet und aufgrund dessen habe ich einfach den Account sein lassen und werde auch nicht mehr dort streamen, also auf den Namen, weil ich auch die Zugangsdaten leider nicht mehr habe. Im Zuge dessen habe ich halt so sehr lange überlegt, machst du das noch weiter, machst du das nicht weiter, weil es echt ein herber Rückschlag für mich war. Und habe mich dann halt dazu entschieden, dass ich für 2020, dazu kommen wir aber später in dem Video, mich dazu entschieden, 2020 mit einem anderen Namen durchzustarten. Deswegen war auch mein YouTube-Account, wo ihr das Video jetzt gerade sehen könnt, sehr lange Flimpy. Und jetzt wurde es auch sehr lange nichts hochgeladen worden. Es ist auch so, dass ich, Entschuldigung, dass ich, dann auch zwischendurch den Namen von Flimpy Schrägstrich der Bärtige Laut genannt habe. Und jetzt ist es soweit, dass ich den YouTube-Kanal komplett in der Bärtige Laut umbenannt habe. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch hier ein perfektes Logo. Hier. Ich muss es so machen. Leider ist der komische Aufnahmeknopf halt genau davor. Ich sehe halt nicht, wie es ist. So. genau, und habe mir jetzt halt mein, habe mich jetzt als neuen Nametag der Bärtige Laut genannt. Es ist wesentlich einprägsamer als Flimpy. So, Namensänderung durchstreichen haben wir. So, dann kommen wir zu den besagten Plänen für 2020. Meine Pläne für 2020 mache ich einmal so einen großen, mache ich einmal so einen kleinen Überblick für den privaten Bereich, was ich da vorhabe. Es ist so, dass ich 2020 wesentlich mehr mit dem Zocken machen will, habe das auch mit meiner Verlobten abgesprochen, mit der ich mich dieses Jahr verlobt habe. Habe mit ihr jetzt halt auch schon die Hochzeitsplanung in Gange für 2021 und muss halt dazu auch sagen, dass das YouTube-Twitch-Ding und Zocken halt nur mein drittes Hobby ist. Mein drittes Hobby aus dem einfachen Grund auf Platz, an Platz 1 kommt meine Frau und mein Haus. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich in meinem Haus sitze und meine Frau das Video auch irgendwann gucken wird. Und mir denke, wenn ich sie unter Zocken setze, bin ich wieder Single und das möchte ich nicht. Deswegen ist auf Platz 1 Zocken, ach Zocken, fuck, nein, auf Platz 1 ist Verlobte und mein Haus, wofür ich auch alles stehen und liegen lasse, wenn irgendwie was ist. Auch wenn ich jetzt streame mit 100 Zuschauern, ist mir nach dem Moment scheißegal. Auf Platz 2 kommt mein zweitliebstes Hobby. Was auch nicht Zocken ist, und zwar ist mein zweitliebstes Hobby Sport. Das Zocken will ich irgendwann sein lassen, es ist einfach so. Keiner macht sein Hobby, Zocken kann er ewig machen. Spätestens wenn ich Kinder habe, ist das sowieso vorbei. Deswegen ist es so, jetzt öffnet sich hier gerade das neue Videoschneidprogramm, was ich mir geholt habe. Deswegen ist es so, dass ich Sport an zweite Priorität setze. Ich habe mir vorgenommen, als privates Ziel für 2020 in diesem Jahr, also für dieses Jahr, weil es ist ja noch 2019, 200 Mal zum Sport zu gehen. Das ist halt auch ein sehr wichtiger Punkt, den ich für mich persönlich beschlossen habe. Problem ist halt nur, dass ich im März 2020 eine Hand-OP habe. Ich habe mich jetzt hier blöde geschnitten, doofe Geschichte beim Kochen, passiert mal, und habe halt eine blöde Hand-OP, wo mir halt hier alles aufgeschnitten wird und ich dann wahrscheinlich 2, 3 Monate nicht zocken kann. Aber dafür gibt es ja diesen Just Chatting-Kanal. Dann quatsche ich euch einfach voll. Ohne Play, also ohne Gameplay. Dann mache ich vielleicht Reaction-Videos in der Zeit. So oder so viel zu meinen privaten Sachen. Auf Platz 3 kommt dann quasi mein Hobby, was ich 2020 auch ein bisschen weiter ausbauen möchte. Das wäre dann quasi das Zocken, das Gameplay, das Videos machen auf YouTube und das Streamen auf Twitch. Was für mich persönlich alles in einen reinkommt. Meine Hauptziele, warte mal, erstmal hier durchstreichen, Privatziele abgehakt, haben wir. Sehen Sie? Zwei habe ich schon abgehakt, ein paar kommen noch. Weil die alle sind eigentlich quasi alles eins. Genau, meine Pläne für 2020 hobbymäßig sind es halt mit dem Zocken, mit dem Stream ein bisschen voranzukommen,
mit den YouTube-Videos so ein bisschen zu machen. Ich habe Träume vergessen. Gut, dass ihr mich daran erinnert. Träume. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Dass ich da halt so ein bisschen mit vorankomme. Ich habe meinen Job auch um 10% reduziert, weil ich, aber nicht wegen dem Zocken oder so, sondern einfach, weil ich einfach keine Lust mehr habe, 100% zu arbeiten. Das sind, wenn ich keine Nachtdienste habe, 11 Tage am Stück, ich habe 3 Tage frei. Ich liebe meinen Job über alles, aber ich hätte ganz gerne noch ein bisschen mehr Freizeit. Mit der 90% Stelle, die ich dann haben werde, ist es so, dass ich quasi 2 Tage mehr im Monat frei habe. Da ich Nächte mache, komme ich dann manchmal auf 8 Tage am Stück frei, einfach so, weil ich Nachtwachen frei habe. Im Durchschnitt sind es dann 6 bis 7 Tage, was ich halt sehr okay, was ich halt sehr okay finde. Genau, Pläne für 2020 vorgestellt. Und zwar werde ich auf Twitch, also bin ich dabei, auf Twitch ein bisschen zu streamen. Ich werde halt auch gucken, dass ich da auch so ein bisschen mehr arbeite, dass ich da jetzt mein Hauptaugenmerk drauf lege. Ich habe jetzt quasi Mitte Monat 10 schon angefangen, 2019, und bin sehr überrascht, wie gut das dann doch jetzt angefangen hat oder wie gut das dann jetzt schon losgeht. Es ist auch so, dass ich sehr überrascht bin, wie schnell das geht und wie gut das geht, dass ich in so kurzer Zeit fast die 100 Abonnenten geknackt habe, das obwohl ich so extrem unregelmäßig streame, obwohl ich schon versuche, sehr regelmäßig hinzubekommen. Ich werde den Link unten unter dem Video verlinken. Es wäre halt auch mal schön, wenn ihr da mal so draufklickt, aber die meisten, die sich die Videos angucken, kommen wahrscheinlich sowieso von Twitch, deswegen ist das hinfällig. Aussage, genau, Twitch. Mein Ziel für Twitch ist es, nächstes Jahr 2020 es zu schaffen, dass ich Affiliate werde und dass ich damit, ich sag jetzt mal, so ein Plus-Minus-Null-Verhältnis habe. Ich will damit kein Geld verdienen, ich will einfach nur das zum Spaß machen und gucken, wie weit man damit in einem Jahr aktiveren Arbeiten kommt. Zu YouTube ist es so, ich werde alle Streams werde ich aufnehmen, die kann man sich für 7 Tage bei Twitch noch angucken, werde sie aber zeitgleich aufnehmen. Sobald man den Affiliate-Status hat, kann ich die Videos sowieso erst 24 Stunden später bei YouTube hochladen. Da ich die aber sowieso erst dann noch schneiden muss und alles, dauert das sowieso meist länger und ich komme damit nicht ins Problem. So, bei YouTube werden jetzt auch vermehrt wieder Videos erscheinen. Ich habe mich jetzt ein paar Monate lang ein bisschen runterreißen lassen, weil ich viele andere Sachen zu tun hatte. Musste mich um diverse Privatsachen kümmern, die sich jetzt aber erledigt haben, glücklicherweise. Dazu kommt, dass ich bei Träume die Erstriche vergessen habe und mein Stift habe fallen lassen. Genau, jetzt noch bei Träume. Bei Träume wäre bei mir, so die ich halt generell hätte, die müssen sich halt nicht für 2020 ankündigen. Das ist eine Sache, die ist für mich utopisch. Utopisch, nicht utopisch, utopisch. Die werde ich sowieso nie schaffen. Und das wäre zum einen mal, ein Traum wäre von mir quasi, es sind insgesamt 3 Stück, die ich habe. Es wäre ein Traum, diesen YouTube-Play-Button zu haben für 100.000 Follower. Den würde ich total gerne haben. Ich finde, der ist unglaublich hübsch. Außerdem finde ich es verdammt, also persönlich verdammt geil, so ein Ding in der Wohnung hängen zu haben. Und werde halt aber langsam anfangen und mir langsam Ziele stecken. Ich versuche für das Jahr 2020 bis zum Halbjahr 100 Follower zu bekommen bei YouTube. Das wäre halt quasi so mein erstes Ziel. Und zur Not baue ich mir diesen Play-Button halt einfach selber. Aus Holz. Finde ich sehr gut. Dann wären es auch noch 2 Träume, wenn man mal irgendwie. Wenn man mal irgendwie. Sponsor hat, Mio Mio Mate als Sponsor zu haben oder Rockstar Energy, das wären zum Beispiel so 2 Sachen. Oder Subway, ich finde Subway übrigens total geil. Dazu kommt halt auch noch, dass ich, das wären so die Träume, dann wäre das Ding abgehakt. Dazu kommt dann halt auch noch, dass ich für 2020 noch ein kleines Projekt starten werde, unabhängig von dem, was ich jetzt mache. Da wird dann wahrscheinlich noch ein YouTube-Account kommen, der überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was ich hier betreibe. Dazu kommt aber zum Laufe der Zeit ein bisschen mehr, werde dazu auch ein bisschen ausholen. Werde für diesen aber nirgendwo Werbung schalten, nichts, gar nichts, weil ich einfach nur da so ein paar Sachen mache, die ich halt so hobbymäßig noch betreibe, unabhängig vom Zocken, weil die kann ich, wenn ich später auch keinen Bock mehr auf Zocken habe, unabhängig davon weitermachen und kann vielleicht damit halt auch ein bisschen Sachen erreichen. Aber dazu kommt es später mehr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen vorerst erstmal. Das wäre total geil, wenn ihr ein
kostenfreien Like oder kostenfreien Follower da lässt. Das wäre super geil. Einfach um vielleicht meinem Traumstück näher zu kommen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Jahr 2020 entwickeln wird für mich, weil ich jetzt mittlerweile ziemlich Bock drauf habe, das alles zu machen. Ich werde ziemlich viel, also ich stecke auch ziemlich viel Energie mittlerweile schon da rein und finde es auch total geil, die ganzen Sachen zu machen. Und deswegen freue ich mich halt tierisch dann drauf. Sag mal so, bis dahin, wa? Cheerio, bedanke mich und vergesst den Play-by, also den Like-Button nicht zu drücken. Haut rein! Pschuh.